Manuel Kopp, geboren 2. April 1988 in München, wohnhaft in München, ledig Auszubildender zum Speditionskaufmann, seit dem 8.5.2010 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Der Angeklagte hatte sich unsterblich in die Frau seines Chefs Arno Eisenhower verliebt. Obwohl diese ihm immer wieder erklärte, dass sie glücklich verheiratet sei, glaubte der Angeklagte, dass nur die Existenz ihres Mannes sie davon abhielte, mit ihm zusammen zu sein. So versteckte er sich am 7. Mai 2010 gegen 21 Uhr in der Lagerhalle der Spedition Eisenhower in München und wartete, bis sein Chef seinen allabendlichen letzten Rundgang machte. In dem Moment, als Arno Eisenhower am Versteck des Angeklagten vorbeikam, stellte er sich ihm in den Weg und schoss ihm aus nächster Nähe einmal mit einer Pistole Colt M1911 9mm, zu deren Führen er keine Erlaubnis besaß, in die Brust. Bevor er anschließend aus der Halle flüchtete, gab er aus 5 Metern Entfernung einen weiteren Schuss ab. Dieser traf Arno Eisenhower in die linke Schulter. Da beide Kugeln in das Herz vordrangen, verstarb Arno Eisenhower innerhalb kürzester Zeit an Herzversagen. Der Angeklagte wird somit des Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 211. Herr Kopp, Sie haben den Anklagevorwurf gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, natürlich will ich mich dazu äußern. Ich wurde nämlich nur missbraucht von Therese Eisenhower, die Frau von Arno Eisenhower. Sie hat nämlich meine Hand dazu benutzt, ihren Mann zu erschießen. Wie kann man denn ihre Hand benutzen, um einen Menschen zu töten? Ja, ganz einfach. Sie hat ihren Mann in der Lagerhalle erschossen, hat mich dann in die Lagerhalle gelockt, hat mich dort betäubt, mir die Pistole in die Hand gedrückt und dann nochmal auf ihren Mann geschossen, sodass ich überall Schmauchspuren hatte. Und das aussah, als ob es ich gewesen wäre. Ich war es ja auch, aber ich wusste ja nichts davon. Ich war ja betäubt. Also eine dümmere Ausrede fällt Ihnen nicht ein. Das ist keine Ausrede, genauso war es. So, und das werden wir nachher hier im Gerichtssaal auch noch anhand des Einschusskanals beweisen. Ja, genau, weil ich spiele nicht den Sündenbock für Therese Eisenhower, die ihren Mann umbringen wollte. Weil nämlich im Fall einer Scheidung hätte sie nicht genügend Geld von ihm bekommen. Vielleicht fangen wir erst mal von vorn an. Woher kennen Sie denn die Therese Eisenhower? Ja, die kenne ich aus der Spedition, in der ich meine Ausbildung angefangen habe. Sie ist die Frau von meinem Chef und der Chef, mein Chef hat mich sogar auf sie angesetzt. Was soll das heißen? Ja, Arno hatte den Verdacht, dass Therese fremd geht. Und der wollte dafür Beweise sehen. Also hat er mich gebeten, ihr nachzuspionieren. Und er hat mir sogar 100er extra dafür bezahlt. Aber Therese hat mich schnell durchschaut und sie hat sogar den Spieß umgedreht und hat mir ein Angebot gemacht. Das konnte ich einfach nicht ablehnen. Und was für ein Angebot? Ja, sie ist ganz nah zu mir hergekommen, hat sich auf meinen Schoß gesetzt und hat gesagt, sie wüsste davon, dass Arno mich auf sie angesetzt hätte, ob sie einen anderen hat. Und bislang gäbe es auch keinen, aber sie sagte, ich wäre eine Sünde wert. Und Sie sind dann gleich auf die Avancen eingegangen? Ja gut, was hätte ich denn machen sollen? Die Frau ist total attraktiv. Ich meine, sie ist der Knaller. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wir sind sofort in der Kiste gelandet. Und da es uns wohl beiden gut getan hat, ist eine Affäre draus geworden. Obwohl Sie eigentlich den Auftrag von Arno Eisenhower hatten, ein Auge auf die Affären seiner Frau zu haben. Ja, ich weiß, es war nicht okay, aber ich habe mit Arno ein doppeltes Spiel gespielt. Herr Kopp, wir haben hier auf diesem Richtertisch stapelweise Liebesbriefe. Liebesbriefe von Ihnen, wo Sie die ewige Liebe schwören. Herr Kopp! Diese Briefe habe ich doch nur geschrieben, weil jedes Mal, wenn sie so einen Brief von mir gekriegt hat, dann ist sie im Bett richtig abgegangen und hat sich dafür revanchiert. Mehr war da nicht. Und diese Briefe gehören ja auch zum Plan von Frau Eisenhower. Nur mit diesen Briefen konnte sie meinem Mandanten ein Motiv unterschieben. Eben. Die hat das alles von Anfang an geplant. Die wollte mich dann als irren Psycho hinstellen, der aus Liebe zu ihren Mann umbringt. Und die hat es auch geplant, wie sie mich in die Lagerhalle lockt an dem Abend. Wie hat sie sie denn in die Lagerhalle gelockt? Ja, sie hat mir mittags in der Spedition einen Zettel zugesteckt, auf dem stand, sie würde um 21 Uhr auf mich warten in der Lagerhalle. Und wo ist der Zettel? Ja, den musste ich mir aus der Tasche genommen haben, als ich betäubt war. Ich meine, nachdem ich da auch noch um 21 Uhr aufgetaucht bin, dachte, wir könnten noch eine Nummer schieben. Und? Was ist stattdessen passiert? Ja, stattdessen hatte ich ein feuchtes Tuch im Gesicht und bin umgefallen. Und dann, als ich wach geworden bin, dachte ich, total Kopfweh und Brummen. Ich habe mich dann umgeschaut und da lag mein Chef. Und ich habe zu ihm rübergerufen, aber er hat nicht reagiert. Und dann bin ich rüber und habe versucht, ihn wachzurütteln. Er war voll mit Blut und dann habe ich gecheckt, dass er nicht mehr wach wird. Dann haben Sie natürlich sofort den Notarzt gerufen, die Polizei verständigt, nicht wahr? Nein. Nicht? Nein. Ach so, wieso denn nicht? Ja, ich war total panisch. Was hätte ich denn machen sollen? Da, wo ich aufgewacht bin, lag auch noch eine Pistole. Und ich habe total Schiss gehabt und bin abgehauen. Sie haben doch überhaupt nichts zu befürchten gehabt. Es war doch so, dass Sie offensichtlich selber Opfer waren. Ich war mir sicher, dass mir keiner glaubt. Genauso wie hier. Hier glaubt mir auch keiner, dass ich nur missbraucht wurde von Therese Eisenhower. Ja. Jedenfalls waren Sie auf der Flucht, oder? Sie sind ja dann erst einen Tag später, kurz vor der holländischen Grenze, von der Zivilstreife aufgegriffen worden. Ja, wie gesagt, ich war mir sicher, dass mir keiner glaubt hier. Das sieht man ja hier auch. Hier glaubt mir auch keiner. Ja, ich habe auch keine Fragen mehr an Sie. Ihrerseits?
Kann nicht. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Therese Eisenhauer, bitte, und Sie setzen sich bitte zu Ihrem Herrn Verteidiger. Frau Eisenhauer, guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Therese Eisenhauer, 35 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind verwitwet. Von Beruf sind Sie gelernte Sekretärin. Üben Sie den Beruf noch aus? Moment, weniger. Ich kümmere mich nur noch um die repräsentativen Aufgaben der Firma meines Mannes. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Sie haben den Tod Ihres Mannes gerade angesprochen. Dem Angeklagten wird ja vorgeworfen, am 7. Mai 2010 Ihren Mann getötet zu haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe meinen Mann an dem Tag das letzte Mal gesehen. Wir hatten ein Business-Lunch zusammen, was dann abgesagt wurde. Und ey, sag doch dem Richter, was du sonst noch so in der Firma treibst, Therese. Entschuldigung, Herr Kopp, aber ich wüsste nicht, dass ich Ihnen das Du angeboten hätte. Wir beide waren schon bei sehr viel mehr. Ich weiß wirklich nicht, auf was Sie da anspielen. Ich weiß nicht, was er meint. Ich spiele darauf an, dass du mir in der Spedition Zettel zugesteckt hast, auf dem stand, dass du mit mir noch eine Nummer schieben willst. Also ich weiß nicht, von was er spricht mit dem Zettel. Herr Kopp, also, lassen Sie es bitte mal, jetzt unterhalte ich mich gerade mit der Frau Eisenhauer. Ja. Wie würden Sie denn sagen, dass Ihr Verhältnis zum Angeklagten war? Also ein Verhältnis hatten wir überhaupt nicht. Ich meine, das ist der Bruder meiner ehemaligen Fitnesstrainerin. Mit der habe ich mich halt sehr gut auch so privat verstanden. Und sie hat mir halt irgendwann erzählt, dass ihr Bruder keine Ausbildungsstelle findet. Und ja, da habe ich gedacht, kann ich aber ein gutes Wort bei meinem Mann einlegen, was ich dann getan habe. Und daraufhin wurde er dann auch eingestellt. Also und hat Ihr Mann ihn nur deshalb eingestellt? Nein, nicht nur deshalb. Ich meine, er fand ihn auch nett, wie ich auch. Klar, er hatte ein gutes Zeugnis, einen guten Auftritt. Es hat halt einfach nur gepasst und ich kümmere mich ja, wie gesagt, so um alles Kommunikative in der Firma. Also habe ich gedacht, ich gehe auch mal mit Herrn Kopp einen Kaffee trinken und frage ihn mal, wie er sich bei uns im Unternehmen wohlfühlt, ob alles gut läuft. Und das war anscheinend ein Fehler. Das ist mir zum Verhängnis geworden, dieser Kaffee. Wie meinen Sie das, zum Verhängnis geworden? Ja, ich meine, er hat sich ja da anscheinend irgendwie in mich verliebt. Er hat das irgendwie total falsch verstanden. Hey, Moment mal, was soll ich denn da bitte falsch verstehen? Wenn du dich mir auf den Schoß springst und dich an mir reibst und sagst, ich wäre eine Sünde wert. Hey, das ist, was ja, soll wohl, ich da falsch das ist verstehen? Ja wohl total unverschämt, dass ich mir sowas anhören muss. Ich verstehe das nicht. Wir waren in einem ganz belanglosen Café um die Ecke von der Spedition. Und ich meine, Kontakt hatte ich im Sinne dessen, dass ich ihm auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, dass er gute Arbeit leistet. Ich habe ihn das sogar gelobt. Und, Sie erzählen jetzt hier so ein Blödsinn. Nach dem Kaffee ist es doch noch weitergegangen. Zwar bei mir zu Hause im Bett. Jetzt hören Sie mal auf, Herr Kopp. Wir haben überhaupt keine Spuren bei Ihnen in der Wohnung von der Zeugin gefunden. Und auch nichts, was dafür spricht, dass überhaupt sie jemals bei Ihnen zu Hause gewesen sein könnte. Ist doch klar, dass sie alle ihre Spuren verwischt hat. Ja. Wegen ihrem Mann natürlich. Und außerdem putze ich auch ab und zu Hause und wechsle meine Bettwäsche. Das ist sowas von unverschämt. Ich habe meinen Mann geliebt. Wir hatten eine intakte Ehe. Ich weiß überhaupt nicht, wieso was jetzt hier zustande kommen kann. Wieso? Und warum hat mich dann dein Mann auf dich angesetzt? Der wird schon seine Gründe gehabt haben. Mein Mann hätte niemanden auf mich angesetzt. Er wusste, dass er mir vertrauen kann. Also jedenfalls so, wie sich das jetzt anhört, stellt sich Ihr Verhältnis zur Frau Eisenhauer doch ganz anders dar, als Sie es geschildert haben. Alles oder was? Jetzt haben Sie sich also mit ihm mal zum Kaffee getroffen im Café. Ja. Wie war denn danach so Ihr Kontakt zum Angeklagten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das war dann nicht mehr so normal, sage ich mal. Also es war halt dann so, dass er irgendwie plötzlich überall auftauchte, wo ich war. Ob ich in der Bank in der Schlange stand, ob ich beim Bäcker was geholt habe. Irgendwie, er war immer in der Nähe. Mein Auto war immer in seiner Nähe plötzlich geparkt. Ich habe das auch nicht verstanden. Also, aber ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Also ich fand es halt nur merkwürdig, bis ich eben dann diese Liebesbriefe von ihm bekommen habe. Ja, da war ich dann schon am Nachdenken, ob das noch alles ganz klar geht. Na ja, vielleicht darf ich mal aus diesen ersten Liebesbriefen zitieren. Du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie wertvoll du mir bereits geworden bist. Durch dich erlebe ich einen wunderschönen Gefühlsrausch, steht hier, der hoffentlich nie vergehen wird. Da habe ich dann wirklich gedacht, er hat sich wohl in mich verliebt. Und da war mir dann klar, dass das jetzt ein bisschen zu weit gegangen ist. Den ganzen Wisch habe ich nur geschrieben, was sie drauf stand und sich revanchiert hat. Mehr war da nicht. Das ist sowas von unverschämt. Ich meine, ich hätte ihn ja auch auffliegen lassen können mit den Briefen. Dabei habe ich ihn geschützt und erst mal nichts gesagt. Wie haben Sie denn dann reagiert? Ja, ich habe ihn beiseite genommen natürlich und ihm gesagt, dass ich von ihm nichts will und dass ich natürlich seine vermeintliche Liebe nicht erwidern werde. Aber das hat er nicht ernst genommen. Inwiefern? Ja, er hat einfach weitergemacht. Er hat
immer wieder gesagt, wie sehr er mich liebt, dass ich die Frau fürs Leben sei und ganz komische Sachen von sich gegeben. Und als ich dann den 25. Liebesbrief hatte, da war mir schon bewusst, dass es keine Lappalie wohl mehr ist. Und habe ihm dann noch mal ganz deutlich gesagt, dass das so nicht geht und dass er mich in Ruhe lassen soll. Aber das hat er irgendwie auch nicht ernst genommen. Inwiefern? Naja, er hat dann was sehr Hartes gesagt, nämlich, also er hat dann quasi meinen Mann als Problem, als das Problem zwischen uns beiden dargestellt. Ja, und hat dann gesagt, dass er ihn entfernen wird, damit wir endlich Platz für unsere Liebe haben, weil er dachte, dass er im Weg wäre. Also was, hat sich dann vollkommen reingesteigert. Das ist doch alles gelogen, jedes Wort von ihr ist gelogen. Es ist überhaupt nicht gelogen, genau so war es. Er hat sich da in was reingesteigert, was Frau Eisenhower, wenn das wirklich so gewesen ist, wieso haben Sie da nicht die Polizei informiert? Ja, das frage ich mich auch jetzt. Ja, klar, ich meine, dann wäre mein Mann noch am Leben. Aber ich habe, wie ich Ihnen schon sagte, das nicht für so dramatisch betrachtet. Ich hätte doch nicht gedacht, dass er am Ende wirklich meinen Mann umbringt. Hey, du spielst doch nur hier die brave, trauernde Ehefrau, aber du bist doch... Das ist das Allerletzte. Ich traue hier um meinen Mann. Mein Mann, Sie haben meinen Mann getötet. Frau Eisenhower, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie Ihren Mann geliebt haben. Bitte, wie kommen Sie denn jetzt darauf, dass ich meinen Mann nicht richtig geliebt habe? Ich bin sogar davon überzeugt, dass Sie Ihren Mann gehasst haben. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Sie sind in Ihrer Ehe nie über das hinausgekommen, was Sie vorher waren. Nämlich eine angestellte Bürokraft. Und genau so hat er Sie behandelt. Das ist so nicht richtig. Mein Mann war sicherlich mal ein bisschen schroff oder ein bisschen undankbar für die viele Arbeit, die ich leisten musste. Aber er war nicht nur schroff. Er hat Ihnen noch nichts gegönnt. Man kann sogar sagen, dass Ihr Mann geizig war. Was war auf der Firmenfeier? Jetzt sehen Sie das doch mal im Gericht. Ja, was waren da? Ja, ich habe mir Schuhe gekauft. Die waren wohl für das Ermessen meines Mannes etwas zu teuer. Und das hat er dann eben laut auf der Firmenfeier rausposaunt. Ja, sagen Sie dem Gericht ruhig, wie er es rausposaunt hat. Oder soll ich es tun? Er hat der ganzen Belegschaft gesagt, dass die Freigetränke gestrichen seien, weil Sie sich derart teure Schuhe gekauft haben. Ja, das war eine etwas unschöne und nicht so nette Aussage. Klar. Das war nicht nur unschön und nicht nett, das war demütigend, Frau Eisenhower, demütigend. Ja, aber Sie müssen ja auch nicht so übertreiben. Ja, wir haben uns natürlich danach gestritten. Ich habe ihm danach natürlich meine Meinung gesagt, aber nach 2 Tagen war das alles wieder gegessen. Ja, und warum war es gegessen? Weil es gegessen sein musste. Sie hatten auch gar keine andere Chance. Was hätten Sie denn tun sollen? Ich hätte mich scheiden doch scheiden lassen können. Ja, das konnten Sie eben nicht. Ach, ja, sagen Sie, warum? Es gab doch einen Ehevertrag. Ach. Und was stand in dem Ehevertrag, Frau Eisenhower? Da stand drin, dass Sie nichts bekommen im Falle einer Scheidung. Also hatten Sie nur eine Chance. Sie mussten Ihren Mann töten. Ist das wirklich Ihr Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Haben Sie mal mein Aussageprotokoll gelesen bei der Polizei? Oh ja, auch das habe ich. Ja, dann müssten Sie ja wissen, dass ich ein Alibi habe. Ich war bei der Kosmetikerin. Und zwar von 18 Uhr bis ungefähr 21.45 Uhr. Und danach bin ich nach Hause gefahren. Das ist belegt, das ist somit bewiesen. Frau Eisenhower, jetzt spielen Sie doch hier nicht naiver, als Sie tatsächlich sind. Ihre Kosmetikerin wäre doch nicht die Erste, die von der Polizei lügt und Gleiches auch noch vor Gericht tut. Mensch, ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Was meinen Sie denn, was ich mir für Sorgen gemacht habe, als er bis Mitternacht nicht nach Hause kam? Was soll denn das? Ich habe ihn die ganze Zeit gesucht, bin dann in die Firma gefahren und musste mir dann da anschauen, wie er da lag. Das ist total unfair. Frau Eisenhower, eine Frage habe ich noch. Wer hat denn eigentlich wissen können, dass Ihr Mann abends um 21 Uhr noch im Lager sein würde? Ja, jeder. Vor allem hier der Herr Kopp. Ich meine, die Mitarbeiter machen so um 20 Uhr Feierabend und um 21 Uhr hat mein Mann immer den Rundgang gemacht und hat dann eben abgeschlossen. Noch weitere Fragen? Danke. Dann bleiben Sie unvereidigt. Juliane Kopp, bitte, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Dankeschön. Frau Kopp, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Juliane Kopp, 27 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind ledig, Fitnesstrainerin und die Schwester des Angeklagten. Und damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht möchten. Doch, unbedingt. Also wegen mir ist er bloß in dieses ganze Schlamassel hineingeraten. Wieso? Ihretwegen?
Ich habe Therese gefragt, ob ihr Mann Arno vielleicht einen Job für meinen kleinen Bruder hat. Also ich habe die beiden erst bekannt gemacht. Und wegen mir konnte sie ihn praktisch ausnutzen für den Mord an ihrem Mann. Das ist doch völligster Schwachsinn. Ist doch klar, dass du hier da deinen Bruder verteidigst. Muss ich doch. Mein Bruder würde sowas nie tun. Für ihn würde ich meine Hand ins Feuer legen. Aber mit ihr sieht es da ganz anders aus. Ihr würde ich jetzt alles zutrauen. Vor allen Dingen, weil ihr Mann sie hat beschatten lassen. Woher wollen Sie denn wissen, dass Ihr Bruder die Frau Eisenhower beschatten sollte? Er hat es mir gleich erzählt. Er ist nach dem Vorstellungsgespräch nach Hause gekommen und meinte dann, er hat den Job und noch einen zweiten. So eine Spionagenummer mit Therese. Und da sind bei mir natürlich gleich alle Alarmglocken angegangen. Wieso? Ich habe schon gemerkt, dass er sich da in irgendwas reingeritten hat, was nicht gut für ihn ist. Und er hat das Ganze dann auch noch getoppt und hat eine Affäre mit dir angefangen. Jetzt fang du auch noch mit diesem Blödsinn an. Na, Sie sind jetzt mal nicht dran. Woher wollen Sie das denn wissen? Dass er eine Affäre mit ihr angefangen hat oder sie mit ihm? Weil ich es gesehen habe. Wann und wo haben Sie das gesehen? Das war bei mir in der Wohnung. Also das war ungefähr einen Monat, nachdem er bei der Spedition angefangen hat. Ich bin 2 Tage früher aus dem Urlaub nach Hause gekommen. Und da hat mein Bruder noch bei mir gewohnt. Und da war seine Zimmertür offen. Ich habe Geräusche gehört. Ja, und dann habe ich die beiden gesehen auf dem Bett. Liebe Therese. Sehen Sie, bitte schön, da haben wir es. Ich habe doch die Affäre nicht erfunden mit ihr. Das ist absolut erfunden. Ich bitte Sie, das ist die Schwester von Ihnen. Natürlich, die wird auch erzählen, dass Elvis noch lebt mit aller Glaubwürdigkeit hier. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe es wirklich gesehen. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Ja, natürlich. Also erstmal habe ich mich rausgeschlichen. Ich wollte die zwei halt nicht stören oder nicht auffallen. Und danach habe ich ihm natürlich richtig den Kopf gewaschen. Ja, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen wegen der ganzen Geschichte mit ihr. Das stimmt. Er hat irgendwie gemeint, sie wäre furchtbar in ihn verknallt und verliebt. Und sie wäre am Boden erschüttert, wenn er jetzt mit ihr Schluss machen würde. Das ist ja total lächerlich, ist das doch. Ich habe ihn echt darauf aufmerksam gemacht, dass er unbedingt mit dir Schluss machen muss. Mhm. Wenn nicht, also wenn das sein Chef zu Ohren bekäme, dann wäre die Hölle los. Und? Guter Vorschlag an sich. Wie hat er denn das aufgenommen? Ja, er hat mir recht gegeben. Er hat gemeint, dass er sowieso nichts für sie empfindet und dass er eigentlich nur auf den richtigen Moment wartet. Wobei ich mich jetzt eigentlich frage, was ist denn da mit diesen Liebesbriefen? Ich meine, sowas schreibt man doch nicht, wenn da keine Gefühle im Spiel sind. Und das ist ein ganzer Packen. Hm? Ich kenne meinen Bruder. Also, der war schon immer so, der schleimt die Frauen halt voll und das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wenn man dann tatsächlich Frau Eisenhower so geliebt haben soll, wieso soll er dann, wenn er der Täter ist, nach der Tat nach Holland abhauen? Richtig. Hm? Das macht doch keinen Sinn. Er hätte Therese wahrscheinlich mitgenommen. Also. Na, also bitte, ja. Wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen wäre, dann wäre er sicherlich zu seiner geliebten Therese zurückgekehrt. So ein Quatsch! Mein Bruder ist kein Mörder! Wissen Sie, was ich Ihnen jetzt sage als Schwester des Angeklagten? Das ist mir völlig klar, dass Sie nicht wahrhaben wollen, dass Ihr Bruder ein Mörder ist. Aber es gibt einfach zu viele Beweise und Indizien dafür, dass dies Fakt ist. Ja? Er war zur Tatzeit am Tatort. Was er bei der Polizei übrigens geleugnet hat. Ja, aber doch nur im ersten Schreck. Ach, im ersten Schreck? Ja. Und an seiner Kleidung, Frau Zeugin, wurden auch Schmauchspuren der Waffe gefunden. Ja, das ist ganz klar. Weil das habe ich Ihnen schon erklärt. Die hat ihn betäubt. Dann hat sie ihm die Waffe in die Hand gelegt. Und sie hat dann ihren Mann umgebracht, weil sie ihn nämlich gehasst hat. Genau, du lebst doch im Märchenland, lebst du doch. Also und an der Tatwaffe, das ist diese Pistole hier, das wollen wir mal festhalten, sind die Fingerabdrücke des Angeklagten sichergestellt worden. Jetzt haben Sie aber noch was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass die Frau Eisenhower ihren Mann gehasst habe. Woher wollen Sie denn das wissen? Weil ich sie kenne. Wir hatten 3-mal die Woche Personal Training zusammen. Und da hat vor und nach den Stunden sie ihr Mann immer wie Dreck behandelt. Gibt es da Beispiele dafür? Einmal hat ihr Mann sie abgeholt und hat sie sofort nach Hause beordert, weil sie angeblich irgendwelche Zeitschriften nicht richtig zusammengelegt hat. Und sie wollte eigentlich noch shoppen gehen, musste dann aber sofort mit ihm nach Hause. Stimmt nicht. Gibt es weitere Beispiele noch? Ja, da ist noch mehr. Also, Therese hat unter anderem auch anschreiben lassen. Ihr Mann fand die Stunden irgendwie überteuert und Ach, du versuchst doch mich und Arno hier nur schlecht zu machen. Du weißt ganz genau, dass alles gegen deinen Bruder spricht. Stopp. Genau das tut es nicht. Es spricht nicht alles gegen Herrn Kopp. Und wenn ich jetzt dürfte, würde ich das ganz gerne auch mal erläutern. Bitte, Herr Verteidiger. Danke. Ich benötige dafür einmal diese Skizze. Und dann wäre es nett, wenn der Herr Seelhoff mir nachher ganz kurz assistieren würde. Ich sag dann Bescheid. Und vielleicht könnte mir auch einer der Chefs helfen. Herr Karg, ja? Vielleicht bitte. Mhm. Ich sag dann gleich Bescheid. Wir wollen uns zunächst einmal hier der Skizze widmen. Das hier ist der Fundort der Leiche von Arno Eisenhower.
der mit 2 Schüssen niedergestreckt worden ist, wobei der erste bereits tödlich war. Richtig. Laut Obduktionsbericht trat das erste Projektil von vorne, das zweite von links hinten durch die Schulter ins Herz ein. Der erste Schuss, der führte augenblicklich zu einem Pumpversagen und der Todeszeitpunkt, der liegt so zwischen 20 und 22 Uhr. So, danke. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der erste Schuss, der tödliche Schuss, ungefähr hier abgegeben wurde. Das ist der Schuss Nummer 1. Und der zweite Schuss, der soll hier abgegeben worden sein, zu einem Zeitpunkt, als Arno Eisenhower noch hier stand. Er hat sich wohl an einem Regal noch festhalten. Wenn ich Sie korrigieren darf, Herr Verteidiger, nicht nur die Staatsanwaltschaft geht davon aus, sondern auch das ballistische Gutachten geht davon aus. Ja? Auch das stimmt. Laut Gutachten wurden beide Schüsse zweifelsfrei aus dieser Pistole Colt M1911 9mm abgegeben. Und der Sachverständige geht davon aus, dass Arno Eisenhower nach dem ersten Schuss nicht gleich zu Boden gesunken ist, sondern zunächst gegen ein Regal gekippt ist, das ja auch auf dieser Skizze hier aufgemalt ist. So ist zu erklären, dass auch der zweite Schuss, der aus einer Entfernung von ca. 5 bis 7 Metern dann abgegeben wurde, den Mann noch stehend getroffen hat. Genau. So, ich glaube das Ganze nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Unterstellt, mein Mandant sei der Täter. Und unterstellt, der zweite Schuss, so wie es der Herr Staatsanwalt in seiner Anklageschrift auch geschrieben hat, sei auf der Flucht erfolgt. Dann stellt sich die Frage, warum mein Mandant, der Praktikant in der Firma war und der genau wusste, wo der Ausgang ist, nämlich hier, auf der Flucht zunächst einmal die entgegengesetzte Richtung einschlagen soll. Das macht keinen Sinn. Und deshalb glaube ich vielmehr, und das hat der Staatsanwalt bislang unterschlagen, dass die zweite Theorie des ballistischen Gutachtens hier zutreffend ist. Und jetzt komme ich ganz kurz zu meiner Erläuterung. Dazu darf ich vielleicht den Herrn Seelhoff mal kurz zu mir bitten. Der Herr Seelhoff wird nämlich jetzt fortfolgend meinen Mandanten spielen. Herr Kopp, kommen Sie bitte auch mal. Würden Sie vielleicht Herrn Seelhoff mal ganz kurz zeigen, wo Sie gelegen haben und vor allen Dingen, wie Sie gelegen haben? Auf der Skizze? Ja. Gern. Also, das war ungefähr so. Das ist Ihre Position, als Sie betäubt wurden? Genau, als ich aufgewacht bin. So. Als Sie aufgewacht wurden? Da ja. Können Sie sich auch genau daran erinnern? Ja, so ungefähr war es. Ja. Können Sie sich auch noch genau erinnern, wie Sie da gelegen haben? Nicht nur die Position, sondern auch genau, ja, wie die Hände und die Füße waren und die Beine? Ich würde es auch zeigen, ja. Bitte. Also, wie soll ich mich hinlegen? Auf dem Bauch bin ich aufgewacht. So, legen Sie sich auf den Bauch, genau. Und so ein bisschen seitlich. So. Und mit der Hand nach vorn, genau. Ja, so ungefähr bin ich aufgewacht. So. Ja. Herr Kopp, vielen Dank. Jetzt bräuchte ich vielleicht einmal den Schöffen. Guten Tag, bitte. Kommen Sie bitte mal vor. Stellen Sie sich bitte jetzt mal hier vor das Richterpult. Und wir tun es einfach mal so, als ob das hier, dieses Richterpult, das Regal gewesen sei. Ungefähr so, nach der Auffassung des Herrn Staatsanwalts, haben Sie nach dem ersten Schuss, jetzt beugen Sie mal so ein bisschen vor, als ob Sie sich an dem Regal anstützen oder aufstützen würden. So ein bisschen aufrechter vielleicht. So wären Sie nach dem ersten Schuss gewesen. Nach dem ballistischen Gutachten ist der Schuss, und so auch die Anklageschrift, ist ein Staatsanwalt aus einer Entfernung von 5 bis 7 Metern, der zweite Schuss, erfolgt. Ich habe einen Laserpointer mitgebracht, um das ganz kurz zu demonstrieren. Ungefähr hier ist der Schuss in den Körper von Arno Eisenhower eingedrungen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob es eine andere Alternative gibt. Und genau das ist Inhalt des ballistischen Gutachtens. Wenn ich jetzt den Schöffner einmal bitten dürfte, sich hinzulegen. Legen Sie sich einfach mal hin. Kopf in diese Richtung. Vielen Dank. Schulter etwas höher. Genau so. So. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Opfer Arno Eisenhower nach dem ersten Schuss gefallen ist. So, und jetzt stellt sich die Frage, ob das Eindringen des Schusses an genau der gleichen Position auf eine andere Art und Weise möglich gewesen wäre. Und deshalb will ich jetzt mal dem Herrn Seelhoff diesen Laserpointer in die Hand drücken. Lassen Sie mal die Hand locker, obwohl Sie betäubt sind, Herr Seelhoff. Und wir simulieren jetzt mal von hier aus einen Schuss. Und wir sehen, auch das wäre möglich. Der Schuss kann auch aus dieser Position
in den Rücken von Arno Eisenhower eingedrungen sein. Das ballistische Gutachten hat ja auch bestätigt, dass diese Version möglich wäre. Genau das. Gut. Also wäre der Herr Kopp wirklich betäubt worden, dann hätte zumindest zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss ein ziemlich relativ langer Zeitraum liegen müssen. Und auch das hätte man doch irgendwie dem Obduktionsbericht festhalten müssen, oder? Genau das ist nicht Bedingung, Herr Staatsanwalt. So. Denn wir haben vorhin gehört, dass bereits der erste Schuss tödlich gewesen ist. Dass bereits nach dem ersten Schuss das Herz aufgehört hat zu pumpen. Das heißt, aus den Wunden ist kein Blut mehr ausgetreten. Deshalb können wir heute nicht mehr nachvollziehen, ob zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss 2, 3 oder 5 Sekunden gewesen sind oder vielleicht sogar 45 Sekunden oder 2 Minuten. Das heißt für mich, es ist völlig klar, Therese Eisenhower kann die Täterin sein. Und ich bin davon überzeugt, dass Therese Eisenhower sich meines Mandanten bedient hat, indem sie ihm die Pistole in die Hand gedrückt hat und den zweiten Schuss abgegeben hat. Ich habe meinen Mann geliebt, ich habe ihn nicht umgebracht. Was soll denn das? Jetzt sind wir aber bei der Zeugin hier. Gibt es noch Fragen an die Frau Kopp? Danke, nehmen Sie bitte den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Carsten Eisenhower, bitte. Eisenhower, guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. Sie heißen Carsten Eisenhower, 46 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, beruflich? Ja, bislang war ich stellvertretender Leiter der Spedition. Und nach dem Tod meines Bruders habe ich die Leitung dann übernommen. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Den Tod Ihres Bruders haben Sie ja selbst schon angesprochen. Ja, ich wäre heute eigentlich auf großer Kreuzfahrt mit ihm, Grönland. Das habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt, weil er immer so viel gearbeitet hat und sich kaum eine Pause gegönnt hat. Und außerdem habe ich mich auch gefreut, mal eine Woche Freizeit mit ihm zu verbringen. Aber jetzt sitze ich hier und kann mit Ihnen über seinen Tod sprechen. Ja, tut uns allen sehr leid. Wie war Ihr Verhältnis so zu Ihrem Bruder? Ja, sehr eng. Wir waren allen Fragen eigentlich die größten Vertrauenspersonen. Nicht nur, weil wir während der Arbeitszeit so viel miteinander verbracht haben, sondern auch privat haben wir alles miteinander geteilt. Hat Ihnen dann eigentlich Ihr Bruder mal in seinen letzten Wochen vor seinem Tod mal irgendwas über private, sprich Eheprobleme erzählt? Nein, kein Wort. Wieso? Tja, weil der Angeklagte behauptet, Ihr Bruder hätte ihn auf seine Ehefrau angesetzt, weil er irgendwie den Verdacht gehabt hätte, dass sie ihn betrügt. Ah, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Mein Bruder hätte mir sicherlich was davon erzählt. Hey, der hat mir sogar 100 Euro extra dafür bezahlt im Monat. Ja, mit Sicherheit nicht. Also, wenn da was gewesen wäre, dann hätte mein Bruder mir das erzählt. Und er hat zu mir jedenfalls immer gesagt, wie toll seine Frau wäre, dass man sich kaum eine solche Ehefrau hätte wünschen können. Und die Ehe, die war in Ordnung. Der hat dich bewusst belogen, ganz sicher. In Ordnung. Also, Herr Richter, mit der ganzen Sache mit Affären oder Beschattungen, da ist mit Sicherheit nichts dran. Doch, natürlich. Also entweder Arne wollte dich aus dem Ganzen raushalten oder er hat dich bewusst belogen. Und ich meine wahrscheinlich auch wegen dem Zoff in der Firma. Ja? Hatten Sie denn Zoff oder Ärger mit Ihrem Bruder in der Firma?